Hallo YouTube. Der FM steht wieder an. Es geht für uns nach Leverkusen. Und ich hoffe mal, dass wir unsere Serie an ungeschlagenen Spielen da ausbauen können. Ach, die U19 gewinnt 2-0, sehr schön. Ah ja, so wie es aussieht, hat sich die bolivische U23 hier. Nee. Bolivische, bolivianische. Meine Güte. Ah, nee, doch noch nicht. Also, die sind raus, ne? Die sind raus. Ist. Du hältst dich für unterbezahlt? Also, mit 19 hätte ich mich über ein Jahresgehalt von 10k netto gefreut, aber da bleibe ich jetzt mal knallhart. Da kann der U19 oder der Torwart von der zweiten Mannschaft rummosern, wie er will. Der kriegt nicht mehr Gehalt. Wo sind wir denn hier? Der kann gehen. Der kann gehen. Das ist alles nicht so dramatisch. Da bin ich gut besetzt und vor allen Dingen bin ich da auch ja, ich sag mal jung besetzt. Nehmen wir Dominik Franke mal mit in den Kader. Nee, war nicht wahr. Wir machen das so. Dann müssen wir jetzt mal so auflaufen. Ich mag das eigentlich ungerne. Aber es geht ja jetzt nicht anders. Ist für uns nämlich ein sehr wichtiges, sehr, sehr wichtiges Spiel. Und selbst wenn ich die nur 60 Minuten haben kann, ist das immer noch besser, als wenn ich sie gar nicht hätte.
Und an dieser Stelle, ich muss es in jedem Streamer sagen, ich finde einfach diese grünen Schuhe, die ich mir da verpasst habe, zu geil. Ich mag dieses Grün. Manu Kone mit dem 1:0. Schöner Kombinationsfußball, auch gut rausgepresst vorhin. Also genau das, was ich mir eigentlich vorstelle. Dies nicht. Dies nicht. Und wieso Eigentor von Co? Naja, es ist der FM. Wir denken da nicht weiter drüber nach. Kann mir mal einer erzählen, warum meine Innenverteidiger nur Fehlpässe spielen gerade? Das muss man jetzt neidlos anerkennen. Das war ein genialer Freistoß. Das war wirklich ein genialer Freistoß. Alter.
Also, da fällt Ondine wie eine Bahnschranke. Kone ist da, Anschluss. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Leistung der beiden Außenverteidiger war jetzt nicht so überragend. Alter Schwede, ey. Wäre der Ball von Girardi abgefangen worden, dann wären wir aber sowas von offen gewesen hinten. Zu viele einfache Ballverluste. Viel zu viele einfache Ballverluste. Und so überfordernd ist die Taktik eigentlich nicht. Also. Schaka und Omlin, das Duell der beiden Schweizer Nationalspieler. Fukuda? Fukuda! Mit dem Ausgleich! Sein fünftes Joker-Tor diese Saison. Also eins weiß ich, der wird bei mir niemals von Anfang, nie wieder von Anfang an spielen. Mann! Viel zu passiv da im Zweikampf. Nützt zwar jetzt nichts mehr, aber wir machen das nochmal. Aber. Viel zu passiv. Dann dürfte Kone gesperrt sein, ne? Also,
Du ackerst dich von 1-3 auf 3-3 ran, nur um dann noch das 4-3 zu kriegen. Naja gut, wir sind immerhin noch Sechster, das reicht ja. Das reicht ja, das, na, ja, von daher sage ich dann mal an der Stelle Tschüss zu YouTube. Also, wir sehen diesen hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.